Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Team B Motorsport. Genau, wir stehen, wie ihr seht, vor dem gelben Mini, unserem Vizemeister-Auto. Aber um den geht es heute gar nicht. Wir haben nämlich in einem Meisterschaftsendvideo angekündigt, dass wir euch unser Auto für die neue Saison zeigen. Wir haben es so leicht angeteasert, aber so wirklich gesehen habt ihr es noch nicht. Und festhalten, da ist es! Ein R56 Mini John Cooper Works von Shira. Und ja, Lukas, du hast den damals abgeholt. Richtig. Und so, was weißt du eigentlich über das Auto? Also, ich würde mal einen Anfang machen, was ich jetzt sehe. Okay. Und du kannst mich ja dann noch korrigieren. Also, am Anfang kann man schon mal sagen, so alle Teile wie Heckdeckel und Motorhaube und Stoßstange und Türen und so weiter, das ist alles aus GFK. Genau. Also wohlgemerkt GFK, kein CFK, also es ist Glasfaser, kein Carbon. Mhm. Und alle Scheiben, die gehen, sind aus Makrolon. Mhm. Die Windschutzscheibe, die ist Glas, aber sonst Seitenfenster Makrolon, Heckscheibe Makrolon, oder? Die ist auch, ja. Ja. Und hintere Seitenscheiben auch Makrolon. Dann haben wir vorne noch Entlüftungen in den Kotflügeln, also Rathausentlüftungen. Haben vorne eine AP Racing Bremse, eine Challenge-Belüftung, Entlüftung in der Motorhaube und ein Feuerlöschsystem. Habe ich was vergessen? Ja, also prinzipiell richtig. Das Auto ist so, wie es hier steht, rennfertig und auch reglementtauglich. Haben aber natürlich noch einige Änderungen, was wir jetzt noch machen wollen. Um schon mal näher auf die Technik zu gehen. Das große Kühlerpaket vom Shira ist schon verbaut. Sieht man ja auch, sag ich mal, als die Front. Das ist schon recht massiv, kann man sagen. Das stimmt, ja. Das muss ich kurz selber überlegen. Genau, hier sieht man die Einlässe für die Challenge-Bremsbelüftung. Das heißt, es geht einmal auf die Narbe, einmal auf die Scheibe. Genau, das ist zweifach belüftet, die Bremsscheibe. Die Bremse, das ist im Übrigen die serienmäßige Challenge-Bremsanlage, wie wir sie auch in unserem Auto haben. Also es ist 1:1 die gleiche Bremsanlage. Wir haben noch ATS-Felgen dazu. Jetzt zurzeit sind ja noch die Challenge-Felgen hier auf dem Auto. Wir haben aber noch andere Felgen, damit kommen wir noch insgesamt ein bisschen breiter. Genau, also die ATS-Felgen sind jetzt gerade auf unserem R53 drauf. Richtig. Die kamen eigentlich mit dem R56 Mini. Richtig. Wir haben, wie gesagt, schon sämtliche Leichtbauteile, auch mit der Entlüftung. Das heißt, hier die Entlüftungsschlitze und die Belüftungsschlitze und Entlüftungsschlitze hinten, dass wir im Auto auch Zirkulation haben. Ja. Das war jetzt gerade beim R53 die Saison, wenn wir Rennen hatten, die extrem heiß waren. Wir hatten halt eine relativ schlechte Entlüftung in dem Auto. Das sollte hiermit jetzt ein bisschen besser sein. Genau, wie du schon gesagt hast, wir haben eine Feuerlöschanlage. Bei unserem alten Auto hatten wir einen Handlöscher, hier haben wir ein Feuerlöschsystem. Der CAE-Shifter ist schon verbaut. Wir haben einen Snap-Off-Verschluss fürs Lenkrad. Genau, ein abnehmbares Lenkrad. Einfach auch hier mit dem großen Flankenschutz und den Ohrensitz, um besser ein- und aussteigen zu können. Ein Display, wo man Wasser- und Öltemperatur abgreifen kann, wo noch ein paar Warnlampen mit draufgeklemmt sind. Eine leichte Lithium-Batterie ist hier schon mit drin. Genau, die ist hinten. Genau, leicht gemacht bis zum Maximum. Dann haben wir den kleinen Diffusor, ne? Es gibt ja noch den großen. Den großen, es gibt noch den großen. Aktuell, das ist, wie gesagt, das war sehr, also so wie wir es gekauft haben, im Kaufzustand war das schon an dem Auto dran. Das ist aber sicherlich was für die Zukunft, was wir noch ändern werden. Genau. Was ich schon mal sagen kann, also was an Änderungen kommen wird. Das ist einmal, ihr seht, das ist jetzt der Challenge-Heckflügel. Der wird ersetzt durch den durch den großen Shira-Heckflügel, den ihr kennt von dem Shira-Mini. Ich blende mal ein Bild ein. Dann, oder vom Niklas Koch, der fertig gleich. Oder der von Niklas Koch, genau. Dann der Diffusor, da kommt auch dann der in Zusammenspiel mit dem großen Heckflügel der große Shira-Diffusor drauf. Und generell die komplette Unterboden-Aerodynamik heißt glatte Bodenplatte, das ist jetzt auch noch nicht ganz so. Ja. Genau. Also falls ihr euch übrigens für die ganzen Teile und so weiter interessiert, es gibt ein Interview mit Shira, mit Joachim Shira, das ich gemacht habe. Das kann ich euch da oben auch mal verlinken. Da könnt ihr nochmal nachschauen oder beziehungsweise was er erzählt. Also nicht er, sondern Shira. Genau. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz ins Cockpit hier vorne reinschauen.
Wir haben Sparco-Sitze drin, aber da wird wahrscheinlich die aus dem R53 wieder reinkommen. Definitiv, die sind abgelaufen, die Sitze, die Gurte sind abgelaufen und mit Hans-System sowieso nicht zugelassen, weil das die Breitengurte sind. Ja. Das tauschen wir noch. Wir haben jetzt eine Fußplatte noch mit drin, um sich besser abstützen zu können. Und halt, wie gesagt, das alles rausgebaut, um es so leicht wie möglich zu machen. Genau. Ich könnte mich aber ganz kurz reinsetzen, ne, damit man mal die Fahrersicht sieht. Halt mal kurz. Es klebt. Ich bin hängen geblieben. Das wilde Leder ist noch nicht ganz so abgegriffen wie bei meinem. Aber da klebt es ja mehr bei deinem. So, also, ja genau, gib mir das einfach nochmal. Genau, so. Also hier sehen wir haben hier Wassertemperatur, wir haben Öltemperatur, wir haben einen Lap-Timer. Den haben wir noch nicht zum Laufen bekommen, ne? Doch. Achso, okay. Den haben wir schon zum Laufen bekommen. Der läuft, dann hier oben Drehzahlmesser natürlich, hier Geschwindigkeit, Ladedruck und... Und eine Ganganzeige. Und eine Ganganzeige, genau. Ja, das ist eigentlich schon die ganze Magie. Also hier ist der serienmäßige Drehzahlmesser, da unten ist der serienmäßige Tacho. Und hier unten ist für die Feuerlöschanlage, dann macht man im Normalfall nichts dran, wenn man nicht stundenlang oder tagelang das Auto wieder auseinandernehmen möchte. Und sonst seht ihr, ist hier eigentlich alles relativ leer drin. Genau, das Dach ist nicht ersetzt, es wird wahrscheinlich auch nicht ersetzt werden, nicht wahr? Richtig, weil es in einigen Rennserien eben so ist, dass das Dach serienmäßig sein muss. Bei unserem ist es ja jetzt Kohlefaser, hier ist es serienmäßig, das wird wahrscheinlich so bleiben. Genau. Genau, kostet eh zu viel und bringt zu wenig. Genau, also Preis-Leistung ist einfach nicht gegeben. Gut, dann kann ich hier wieder ausmachen. Jo. Bei dem Auto ist es schon echt gut, das Lenkrad abzunehmen. Ja. Bei dem brauchst du es nicht, aber... Bei dem kannst du es auch nicht. Wenn es bei dem wüsstest, wäre es scheiße. Ja, das ist kacke, du rutschst total im Moment. Ich hab doch noch Grip-Tapes, kann ich euch noch geben. Solltet ihr vielleicht da unten hinkleben, damit ihr nicht, zumindest hier auf die erste Ding. Ja, nicht schlecht, wir können ja vorne dann nochmal aufmachen. Genau. Da hat sich auch noch ein bisschen was getan. Also, viel ist gar nicht. Es ist ein N14-Motor. Das heißt, der Vor-Facelift-Motor ohne die Doppelwarnuss. Es ist ein Ölabscheider, also Catch-Can. Verbaut, die originale Ansaugung, da wird wahrscheinlich noch was kommen. Ja, das werden wir noch umrüsten. Genau. Dann die... Musik.